Ich hab dich noch nie hier gesehen. Du hast mir noch nicht gesagt, wie du heißt. Lali. Ich bin bei meiner Großmutter. Sie ist letzte Woche gestorben. Ich mach gern kleine Schokoinseln und dann esse ich sie. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es der neue Film von Céline Sciamma aus Frankreich, Petit Maman, als wir Kinder waren. Berlinale Wettbewerbsbeitrag im vergangenen Jahr. Sie ist ja eine der wichtigsten Filmemacherinnen in Frankreich. Als Autorin und als Regisseurin hat sie so schöne, meist queere Filme gemacht wie Water Lilies, Tomboy. Und jetzt dieses neue Werk ist ganz persönlich, ganz intim, gedreht größtenteils an den Orten ihrer eigenen Kindheit. Und an diesen Orten lernen wir Nelly kennen, ein kleines Mädchen, das viel verarbeiten muss. Die geliebte Großmutter ist gestorben, ihre eigene, schwer depressive Mutter ist plötzlich abgereist und nun ist sie auf sich gestellt und auf ihren Vater. Sie geht immer in den Wald und im Wald plötzlich trifft sie ein anderes kleines Mädchen, das genauso aussieht wie sie, Marion. Und Nelly und Marion freunden sich an, bauen gemeinsam eine Hütte, erleben viele auch sehr lustige Abenteuer und irgendwann begreifen wir, in diesem magischen Wald, in diesem Zauberwald, hat die Zeit keine Macht. Diese Marion ist im Grunde ihre Mutter als Kind und als Kinder können sich die beiden plötzlich angleichen, können sich annähern und können verstehen, was den anderen bewegt. Und auch die Großmutter tritt mit größter Selbstverständlichkeit aus dem Reich des Todes wieder in das Leben dieses Kindes hinein. Ein wundersam schwebender Film, ein Film mit Zauberkraft, der vor allem zeigt, welche Kraft Kinder entfalten können und welche wunderbare Zaubermacht die Träume haben. Der neue Film von Céline Sciamma ist eigentlich als Jugendfilm gedacht, aber ich finde, er kann Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen bezaubern. Petit Maman, als wir Kinder waren, unsere Radio 1 Filmempfehlung der Woche.